Hallo, hier ist die Kerstin. Schön, dass du dir Zeit für dieses Video nimmst. Es ist ein kurzes und es beinhaltet einige Einladungen. Ich lasse dich ja immer wieder teilhaben an den Themen, die auch mich beschäftigen, wenn ich spüre, dass sie so im Feld auch interessant sind, dass sie dich unterstützen können auf deinem Weg in die neue Zeit und in ganzheitliche Gesundheit. Und das Thema, was mich im Moment sehr beschäftigt, ist das Thema Nervensystem. Nervensystem, Unruhe, Überforderung, Schlafbedürfnis, nicht schlafen können. Nicht jeden Tag, nicht in jedem Moment, aber immer wieder dieses Gefühl von, ich brauche einfach mal eine Auszeit. Und das ist bedingt durch die enorm starken Einflüsse und Einströme von der hochschwingenden Energie, die uns im Moment alle erreicht. Und zwar 24/7. Wir hatten jetzt lange so schönen Sonnenschein, so dass ich dieses Foto auch aufnehmen konnte. Wir hatten viel, viel Sonne hier im Norden von Deutschland. Wir hatten aber zusätzlich auch noch Einströme von anderen Sonnen. Von der Zentralsonne, von Helios. Wir hatten von anderen Planeten, Sternen, Konstellationen viel, viel, viel Unterstützung, Support. Und all das möchte integriert werden in unseren Körper. Und ich spüre das sehr stark, ihr vielleicht auch. Symptome können ganz verschieden sein. Meistens ist es verbunden mit Unruhe. Es kann Überdrehtheit sein, dann wieder Erschöpfung. Einfach das Gefühl, wie schon am Anfang gesagt, ich möchte mich mal einfach in Watte packen oder auf eine einsame Insel beamen und einfach nur sein. Wir sind eingeladen, uns diese Inseln im Alltag selber zu schaffen. Und da hat jeder vielleicht seinen eigenen Trick, seine eigenen Vorlieben. Ich bin wahnsinnig gern im Wasser. Wasser tut meine Nerven sehr gut. Ob ich auf dem Wasser bin, am Wasser oder im Wasser, ist ganz, ganz wunderbar für mich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich im Moment sowohl eine Badewanne als auch einen Indoor-Pool habe, den ich benutzen kann und ein Dampfbad. Das ist überhaupt bei mir noch die Krönung. Ein Dampfbad ist für meine Nerven wunderbar. Du hast vielleicht andere Dinge, ich hoffe, du hast die schon gefunden. Etwas ganz, ganz Großartiges ist natürlich immer die Natur. Draußen sein, auch wenn es jetzt regnet, bei uns hat der Herbst angefangen. Draußen sein, sich verbinden mit der Erde, mit den Bäumen, atmen, die Elemente spüren, Wasser, Erde, Luft und Feuer. Feuer meist in Form der Sonne. Tut einfach gut. Also da bringe ich dich vielleicht auch auf ein Thema, was du noch nicht benamen konntest bisher, dass du denkst, hall, es geht alles irgendwie nicht mehr so leicht wie sonst. Dein Nervensystem braucht im Moment Zeit. Und dazu kommen jetzt eben meine Einladungen. Die erste richtet sich an alle Menschen, die in und um Hamburg wohnen. Am kommenden Sonntag, am 8. Oktober, gibt es die Möglichkeit, die Access Bars kennenzulernen. Kostenfrei. Am Sonntag ist Tag der mentalen Gesundheit, wenn ich das jetzt richtig formuliere. Etwas in der Thematik jedenfalls. Und dazu hat sich eine Gruppe von Bars-Anwenderinnen zusammengefunden und ich gehöre auch dazu. Und wir möchten euch die Möglichkeit geben, die Access Bars kostenfrei für 50 ganze Minuten zu erleben. Was sind die Bars? Du hast mich vielleicht schon öfter darüber berichten gehört. Ich bin selber auch Bars Practitioner und Bars Facilitator. Das heißt, ich gebe Bars Kurse und zeige Interessenten, wie sie die Access Bars anwenden können. Die Access Bars gehören zu der großen Schatztruhe von Access Consciousness. Kommt aus Amerika, gibt es schon 30 Jahre etwa. Und interessanterweise sind die Access Bars über die ganze Erde verteilt, bekannt, werden angewendet.
Es heißt, dass sie in über 150 Ländern inzwischen zur Anwendung kommen. Das spricht ja schon für sich, weil sie sind einfach genial, einfach zu erlernen, einfach anzuwenden und tun unter anderem was ganz Tolles fürs Nervensystem. Sie helfen uns nämlich runterzufahren. Und zwar ist es wirklich wie eine Meditation, die jemand anders quasi für dich macht, ist falsch. War jetzt ein ganz unglücklicher Satz. Also meditieren, aber ohne dass du irgendwas machen musst. Das sieht so aus. Du als Empfängerin liegst auf der Liege und jemand sitzt am Kopfende der Liege und hält gewisse Energiepunkte. Und hält im Sinne von energetisch halten. Die Punkte werden nur ganz sanft angetippt. Und diese Basispunkte haben Verbindung zu gewissen Themen wie Geld, Kontrolle, Kreativität und so weiter. Und alle diese Punkte sind energetisch recht angespannt, weil dahinter stehen Themen, Erfahrungen, Programme. Was steht bei dir zum Beispiel hinter dem Thema Kontrolle? Kontrollierst du gerne? Bist du allergisch gegen Kontrolle? Da kommen ganz viele Sachen, die man aber nicht wissen muss und auch nicht denken muss. Ich sage es jetzt nur als Beispiel. Und diese Punkte werden ganz sanft berührt, eine Weile gehalten, dann geht man zu anderen Punkten. Und das Ganze geht etwa 50, 60 Minuten. Das ist eine Bar-Session und die Person auf der Liege darf einfach nur empfangen. Man hat die Erfahrung gemacht, dass unsere Körper sehr, sehr gerne berührt werden. Hast du vielleicht auch schon länger nicht erlebt, dass dich jemand berührt? Und am Kopf ist es noch sehr schön nah und gleichzeitig doch, ja, mit einem gewissen Abstand. Das sind ja oft Menschen, die man nicht kennt. Da kann man sich, finde ich, leicht öffnen. Und es geht auch ums Empfangen. Wir sind es fast nicht mehr gewohnt, berührt zu werden und zu empfangen. Und das ist bei den Bars möglich. Du empfängst die Bars oder die Person, die am Kopfende sitzt, gibt die Bars. Und diese 32 Punkte sind wirklich leicht zu erlernen. Es gibt dazu natürlich auch Vorlagen, Folien, die man dann bei sich haben kann und sich leiten lassen. So, was ist jetzt das Angebot für dich? Am Sonntag für alle Hamburger und die drumrum kannst du in der Villa der Möglichkeiten in Fuhlsbüttel deine Gratis-Bar-Session erleben. Spüre einmal, wie dein Nervensystem reagiert. Und es ist nicht nur dein Nervensystem. Ich nehme das jetzt als Beispiel heraus. Es kann sein, dass du depressive Tendenzen hast, dass du keinen Sinn mehr siehst in deinem Leben, dass du nicht weißt, wie weiter in dieser turbulenten Zeit. Finanzielle Engpässe, Anspannung, körperliche Beschwerden. Es gibt gar nichts, was man ausschließen kann und muss, weil die Bars wirklich zentral wirken und auf einer Ebene, die gar nicht zu einem System, zu einer Schublade passt. Also wenn du die Access Bars noch nie erlebt hast und das gerade geografisch passt, hol dir diese Gratis-Session. Ich bin auch da. Und es ist gut, wenn du dir einen Termin reservierst in der Villa der Möglichkeiten. Ich poste den Link in der Videobeschreibung. Ja, das ist mal Einladung Nummer eins. Einladung Nummer zwei wäre mit Ausgaben verbunden, nämlich, dass du dir bei irgendeinem Bars Practitioner in deiner Nähe mal eine Session holst. Google einfach Access Bars und du findest sicher jemanden in deiner Nähe. Dann weitere Möglichkeiten, die Access Bars selber mal zu lernen. Du sagst, boah, das fühlt sich gerade gut an oder du kennst die Bars schon und du möchtest jetzt einen Tageskurs besuchen. Dann kannst du das mit mir in Hamburg und in der Nähe von Zürich. Ich werde diese Kurse selber nicht leiten. Ich bin ein sogenannter Host, eine Gastgeberin. Ich organisiere alles, sorge fürs Drumrum und bin auch anwesend. Aber in Hamburg wird den Kurs leiten Dirk Bigell.
Dirk ist ein sehr erfahrener Access und auch sonst, also Access Bars und Access Consciousness Anwender. Ich bin bei Dirk in einigen Online-Kursen jetzt gewesen, unter anderem in seinem Jahreskurs, der läuft immer noch. Und wir beschäftigen uns mit unserem Bewusstsein und mit unseren Denkmustern. Es ist mega interessant, was man da so alles entdeckt und was man da alles lösen kann. Und die Bars unterstützen das eben. Altes loslassen, Programme loslassen und sich öffnen für Neues. Was sind da für neue Möglichkeiten, die ich vorher gar nicht gesehen habe? Access arbeitet ganz viel mit Fragen und öffnet damit Räume. Das ist auch etwas, was wir, glaube ich, mehr lernen dürfen. Mir tut es jedenfalls sehr gut. Und darum gebe ich den Tipp gerne weiter. Wenn du nicht weiter weißt, wenn du Lösungen und Antworten suchst, stelle Fragen. Gib eine Frage ans Universum. Zum Beispiel, sind die Bars ein Beitrag für mich? Und wenn du spürst oder hörst ja, dann mache entsprechende Schritte. Und vielleicht führen dich diese Schritte in den Bars-Kurs mit Dirk Bigell am 21. Oktober. Also schon bald, es ist ein Samstag, auch in der Villa der Möglichkeiten in Hamburg-Fuhlsbüttel. Und es ist egal, ob du Vorkenntnisse hast oder schon einen Bars-Kurs gemacht hast, du bist immer herzlich willkommen. Kinder sind auch willkommen, Jugendliche sind auch willkommen. Es ist kinderleicht zu lernen. Und in so einem Bars-Kurs gibst du zweimal die Bars, empfängst zweimal die Bars und danach hast du bereits die Möglichkeit, diese Technik auch in deinem Beruf einzusetzen und auch Geld dafür zu nehmen. Es ist wirklich einfach. Also zweimal Bars geben, zweimal Bars nehmen, noch die Theorie dahinter. Und meistens sind das sehr lustige, befreiende, wirklich nährende Tage. 21. Oktober mit Dirk Bigell in Hamburg. Und dann für alle Schweizer, jetzt seid ihr an der Reihe. Ich werde im November, nachdem Tim hier in Hamburg seinen Workshop gegeben hat, Tim Wild, bei dem ich ja übersetze, werde ich in die Schweiz fliegen und dort in Roussillon, Kanton Zürich, ebenfalls Gastgeberin sein für Access-Kurse. Und da habe ich als Kursleiterin Nathalie Weiß aus der Nähe von München eingeladen. Nathalie gibt ebenfalls Access-Bars, den Access-Facelift und Access Foundation. Der Facelift ist ein, nein, nicht bisschen anders, er ist ganz anders als die Bars. Beim Facelift wird das Gesicht berührt, das Dekolleté und das Gesicht. Und diese Bereiche werden eine Weile gehalten. Nicht Punkte am Kopf, sondern Bereiche. Es ist ein flächiges Auflegen der Hände. Und es ist wieder nicht verbunden mit irgendwelchen Meridianpunkten oder irgendetwas, was man aus anderen Heiltechniken kennt, sondern es ist eine Access-Technik. Und dieses Facelifting hat einen Einfluss auf den ganzen Körper, auf deine Gesundheit, auf Heilung, auch auf deinen mentalen, emotionalen Zustand. Es ist für jeden eine Bereicherung zu lernen. Ich habe den Kurs selber auch schon gemacht. Und natürlich eine Bereicherung für alle Kosmetikerinnen, Masseurinnen, Friseurinnen, Schrägstrich Coiffeusen. Also Facelift ist ein Kurs, der ebenfalls sehr, sehr, sehr bereichernd ist, ganz leicht zu lernen. Nach dem Kurs kannst du diese Technik bereits anwenden für Familie, Freunde und Klienten. Und dann gibt Nathalie einen längeren Kurs, 3,5 Tage Foundation, Access Consciousness. Da sind viele, viele Körperprozesse beinhaltet. Da geht es darum, wirklich tief zu tauchen in 3,5 Tagen, wer du bist, was ist überhaupt deins von diesen ganzen Mustern und Programmen,
die du lebst. Lass das alles mal weg, diese Prägungen, die dich nicht weiterbringen und die dich jetzt schon viele Jahre einschränken und als etwas definieren, was du gar nicht bist. Und dafür hat Access Consciousness viele, viele Werkzeuge, unter anderem die Clearings. Es gibt einen Satz, mit denen man energetisch ganz viel clearen, auflösen kann. Und wie gesagt, Körperprozesse. Und das Ganze 3,5 Tage lang. Das ist also ein richtiges Retreat, eine Insel, in die du dich einfach mal zurückziehen kannst. Eine Insel, auf die du dich zurückziehen kannst, aber auch ein Raum, in den du dich zurückziehen kannst. Ich bin bei allen 3 Kursen Gastgeberin, bin auch dabei und Nathalie Weiß ist eine wunderbare Kursleiterin. Das sind meine Einladungen an dich heute. Vieles rund um Access und eine weitere Einladung betrifft mein nächstes Video. Ich werde morgen oder übermorgen ein Video hochladen. Das dritte zum Thema Einhörner, die dritte Meditation für dich. Und dieses Mal geht es um das Nervensystem. Wie können die Einhörner dir in dieser Zeit helfen, dein Nervensystem zu beruhigen? Was für Streicheleinheiten hat die Einhornenergie für dich? Du siehst, bei mir gibt es immer wieder etwas anderes, immer wieder Neues, immer wieder einen Beitrag auf ganz verschiedene Art und Weise, wie du deinen Weg in die neue Zeit leichter und noch freudvoller erleben kannst. Denn das dürfen wir. Es ist anstrengend, es ist Arbeit, es ist intensiv und es darf auch leicht gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir gemeinsam unterwegs sind in dieser intensiven, in dieser extrem wunderbaren, reichen Zeit. Und ja, vielleicht sehen wir uns an einem dieser Angebote und sonst freue dich auf das nächste Video. Danke, dass du diesen Kanal verfolgst. Ich lade dich ein, ihn auch zu abonnieren und die Glocke zu klicken, dass du jedes Mal informiert bist, wenn ein Video von mir online ist. Alles, alles Gute für deinen Weg und bleib in der Ruhe, bleib bei dir. Schau, dass es deinen Nerven gut geht. Bis dann. Tschüss.